Euer Kosti und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Leute, ihr habt es im Titel schon entnommen. Im heutigen Video geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar um das Thema Blue Jeans und wir starten sofort nach einem kurzen Intro. Yeah, 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 yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB. Für alle, die neu sind auf diesem Kanal, ich sehe normalerweise nicht immer so aus. Also der Schnurrbart ist relativ neu. Daniel, aka Magic Fox, kam gestern beim Friseur auf die tolle Idee zu sagen, ey, ist doch gerade November, lass uns doch auch mal so einen Schnurrbart machen. Ich habe mich erstmal ein bisschen gewehrt, da meinte ich, ja komm, scheiß drauf, machen wir einfach mit. So sieht das Ganze aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Baba-Schnurrbart haltet. Sehr ungewohnt, meine Frau hat mich auf jeden Fall gut fertig gemacht. Ich muss jetzt damit leben, ich denke in einer Woche ist das Ding eh nachgewachsen, aber vielleicht gefällt es mir auch und ich rasiere den Rest wieder kürzer. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns dem heutigen Thema und zwar Blue Jeans. Außer den Blue Jeans werde ich noch kurz dieses Flanell vorstellen, welches von meiner Eigenmarke Forage ist, welches diesen Sonntag online kommt. Das wird in diesem Video auch gezeigt. Und hauptsächlich geht es heute um das Thema Blue Jeans. Alle Männer, die ich kenne, haben ein Problem mit Hosen. Ich sag mal, bei schwarzen Hosen ist es nicht so schwer, weil schwarze Hosen, dadurch, dass die dunkel sind, von der Silhouette einfach nicht so viel vom Bein zeigen. Da ist es meistens okay, was den Fit angeht. Aber Blue Jeans, dadurch, dass sie hell sind, zeigen einfach extrem viel Silhouette. Und es ist für viele Männer da draußen einfach super schwer, eine passende Blue Jeans zu finden. Für mich genauso, jahrelang immer die perfekte Blue Jeans gesucht. Und es gibt ja mittlerweile sehr viele verschiedene Fit-Typen. Also viele tragen es sehr trendmäßig, gerne baggy, oversized, was auch immer. Und ich trage, um ehrlich zu sein, am liebsten immer noch engere Jeans, aber keine Kleber-Jeans. Also davon, da war ich noch nie Fan von, um ehrlich zu sein. Das finde ich wirklich schrecklich. Aber ich bin halt wirklich so ein Typ, ich trage gerne weitere Hosen, dann aber dunkle Hosen. Und bei Jeans, besonders bei Blue Jeans, finde ich, sieht es einfach cooler aus, wenn die Hose etwas enger sitzt. Also fittet eher in die Richtung Slim. Und die Hosen, die wir uns im heutigen Video anschauen werden, sind alles Slim-Fit-Hosen. Ich habe am Start Zara, ich glaube dreimal Zara, einmal meine Eigenmarke Forage und dann haben wir noch eine Levi's Jeans. Und die Jeans werden wir uns alle anschauen. Ich habe alle Jeans in meiner regulären Größe genommen, Größe 32. Ich bin 1,78 groß, wiege 79 Kilo und das sind so meine Maße, nur damit ihr das Ganze nachvollziehen könnt. Und zu meiner Beinform, weil mir auch einfach super viele Leute mal schreiben, ey, ich habe stabile Beine, dies, das, jenes. Ich habe eigentlich auch mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, habe auch stabilere Oberschenkel auf jeden Fall. Und deswegen ist es nicht immer ganz so leicht, eine Blue Jeans zu finden, die wirklich gut sitzt, die nicht einfach zu eng ist, die nicht zu weit ist, die irgendwo perfekt ist in der Mitte. Und um dieses Thema soll es heute gehen. So, genug gelabert und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die erste Jeans an und die ist von Zara. Das ist jetzt ein 90s Slim Fit, nennt er sich. Und 90s erkennt man so ein bisschen an dieser Waschung. Das ist so diese typische Levi's 501 Waschung, beziehungsweise sollte es werden. Und der Fit ist auch, ich sag mal, eher wie diese Levi's 501. Das ist so eine Vintage Jeans, die kennen sicherlich viele von euch. Eigentlich relativ bekannt, zumindest in meiner Generation. Und immer eine sehr ikonische Jeans gewesen, sage ich jetzt mal. Und die Jeans, muss ich sagen, habe ich anprobiert. Ich gucke mal eben, wie die Materialbeschaffenheit ist. Okay, wie schon gedacht, die ist aus 100% Baumwolle. Und Materialbeschaffenheit finde ich bei dem Thema Jeans immer sehr wichtig. Warum sage ich das? Es gibt Jeans, die sind aus einem Großteil von Baumwolle und dann haben die noch einen kleineren Teil Elastan dabei. Und das kann natürlich variieren. Die Hose hat jetzt 100% Baumwolle, heißt, die ist nicht elastisch. Wenn man Elastan reinhaut, also das seht ihr in der, neben der Waschanweisung von der Jeans, da stehen immer die Bestandteile und Elastan sorgt einfach dafür, dass die Hose so ein bisschen stretchiger ist. Anders jetzt bei einer 100% Baumwolle, ihr seht das, die hat halt gar keinen Stretch und ist demnach oftmals sehr hart zu tragen. Die Jeans hier, ich muss sagen, vom Material her ist die eigentlich sehr angenehm, aber ihr seht das eventuell in dem Video, ich finde einfach den Fit, der ist einfach nicht wirklich meins. Also ich finde, die Hose sieht bei mir unvorteilhaft aus, weil die Beine irgendwie breit und kurz aussehen und das ist auch immer dieses Problem, was ich sage, wenn Leute diesen Trend mit diesen ganzen weiten Hosen etc. einfach mitgehen wollen, ihr müsst einfach gucken, ob das überhaupt zu eurem Stil und zu eurem Körpertyp passt, weil nicht jeder Stil passt einfach zu jedem Körpertyp. Und gerade bei so einer Hose, finde ich, sieht es einfach bei mir persönlich sehr unvorteilhaft aus und deswegen würde ich mir einfach sowas nicht kaufen. Ich finde jetzt vom Material und von der Waschung ist die Hose cool, aber wie gesagt, ich finde, bei mir sieht das absolut nicht gut aus
und deswegen für mich persönlich die Hose ein No-Go, aber an sich kein schlechtes Teil. So, kommen wir zur nächsten Jeans und die ist ebenfalls von Zara und die hat jetzt auch einen Slimfit. Ihr seht, die Waschung ist jetzt relativ kräftig blau. Was mich an dieser Hose stört, muss ich direkt sagen, sind oben hier diese Streifen von der Waschung. Finde ich, weiß ich nicht, sieht mir immer ein bisschen zu unruhig aus, gefällt mir nicht so ganz. Der Fit der Hose, puh, die ist mir ein bisschen zu stretchy irgendwie. Also ich habe jetzt mal geguckt, beziehungsweise ich gucke jetzt mal, die hat 98% Baumwolle und 2% Elastan. Eigentlich ist 2% Elastan nicht viel, aber bei dieser Hose, ich finde es einfach sehr extrem. Also wenn man die auseinanderzieht, eventuell seht ihr das so ein bisschen. Die hat schon einen relativ großen Stretchanteil, obwohl es nur 2% sind. Und das ist mir einfach zu viel. Wenn die Hosen zu stretchy sind, kleben die einfach immer extrem am Bein. Also wenn es jetzt so eine Slimfit-Hose ist. Ihr seht das bei mir in dem Video. Und das finde ich einfach nicht schön, weil zu stretchy sorgt einfach dafür, dass die Hose wie so eine Leggings wirkt. Und ich finde, das sieht bei Männern oftmals schrecklich aus, macht es natürlich bequem zu tragen, keine Frage, aber ich finde, es sieht einfach nicht cool aus und auch so im Allgemeinen der Fit, ich finde, der ist jetzt an den Oberschenkeln viel zu spack und untenrum ist der an den Knöcheln etc. und die Beinöffnung ist einfach nicht fitted genug, also die staut sich auch zu viel und deswegen finde ich hier einfach nicht perfekt. Kostet natürlich nicht so viel, aber ich glaube 50 Euro hat die gekostet. Aber trotz alledem ist das eine Hose, die ich mir jetzt nicht kaufen würde, weil mir einfach die Waschung nicht zusagt und zum anderen den Fit finde ich einfach nicht perfekt. Und deswegen auch diese Hose, für mich persönlich leider nichts. So, als nächstes haben wir noch eine Hose von Zara und das ist jetzt auch die letzte Zara Jeans. Und zwar hat die auch einen Slimfit, auch in der Größe 32 wieder. Ich check mal eben ab, was für eine Materialzusammensetzung das Ganze hat. Die hat jetzt 99% Baumwolle und 1% Elastan. Ich muss bei dieser Hose erstmal sagen, dass ich die Waschung sehr, sehr cool finde. Also die ist so leicht geblichen quasi, geht so ein bisschen ins Gelbliche rein, was ich nicht 100% gut finde, aber dennoch ganz cool. Und an sich ist die vom Fit auch relativ gut. Ich habe wenig auszusetzen, also der Fit ist ganz in Ordnung. Aber es gibt so ein paar Punkte, die mich dann tatsächlich stören. Und das sind zum Großteil einfach die Nähte. Ihr seht das vielleicht hier, ich weiß nicht, ich hoffe, das fällt im Video auf. Ich muss einfach sagen, die Nähte durch diese Nahtfarbe sind einfach so intensiv sichtbar, also im Kontrast zu der Naht. Und dadurch, finde ich, wirkt diese Jeans einfach leider sehr, sehr billig und wirkt so ein bisschen wie diese, boah, ich weiß gar nicht, waren das D-Squared-Hosen oder was, was diese älteren Herren immer getragen haben mit diesen ganz auffälligen Nähten. An der True Religion, genau so hieß das Ganze. Und so wirkt die Jeans für mich dadurch, weil die Nähte einfach so extrem auffällig sind. Und das finde ich absolut schrecklich. Wie gesagt, ansonsten ist die vom Material her und von den Details ist die wirklich okay. Aber diese Nähte, boah, die sind ganz schlimm, also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich da wirklich Perfektionist bin, dass ich sage, ey, da muss wirklich, diese Komposition muss einfach stimmen. Also da achte ich wirklich immer sehr drauf und deswegen fuckt mich die Nähte einfach extrem ab und ich würde sagen, kommt für mich dadurch leider auch nicht in Frage. Und man muss sagen, man sieht das hier relativ viel. Viele Nähte, die irgendwie abstehen, sehr unsauber gearbeitet. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass abstehende Nähte direkt schlechte Qualität heißen, aber bei dieser Hose ist es schon sehr extrem und sehr auffällig und deswegen auch ein Minuspunkt. Aber ansonsten, wie gesagt, vom Fit und von der Waschung finde ich die Hose cool. Aber leider durch dieses Makel, sage ich jetzt mal, auch nicht perfekt. So, Freunde, als nächstes kommen wir zur Forage Jeans. Und Forage, für die, die es nicht kennen, ist meine Eigenmarke. Und da haben wir ja schon in 2018 den ersten Release von Jeans gehabt, welche nahezu perfekt war. Also wirklich perfekt, perfekt. Eine richtig geile Jeans. Alle, die die damals gekauft haben, die mir schon länger folgen, die wissen, wovon ich rede. Und damals ist uns leider der Lieferant abgesprungen und es war ein super langer Kampf, einen Lieferanten zu finden, der das Thema Jeans gut umsetzen kann. Und jetzt sind wir wieder am Start. Wir hatten schon einen Release von der Blue Jeans und der war innerhalb von 1,5 Stunden ausverkauft, was wirklich krass ist. In 2 Wochen wird es allerdings einen Restock von dieser Jeans geben und ich zeige euch die Jeans mal eben und stelle euch die mal eben vor. So sieht das Ganze aus, ist so eine Light Blue Waschung und wir haben das Ganze Essential Jeans genannt, weil wir finden einfach, dass so eine Blue Jeans, die einen Slimfit hat,
ist einfach ein essentielles Piece, was bei jedem Mann im Kleiderschrank hängen sollte. Und demnach haben wir wirklich extrem lange daran gearbeitet, dass dieser Fit einfach perfekt ist. Die Stoffzusammensetzung auch hier, 98 Baumwolle, 2% Elastan. Und die hat einen relativ kleinen Stretchanteil. Ihr könnt das eventuell sehen. Also der Stretchanteil ist minimal anders jetzt als bei dieser Zara. Aber was diese Hose einfach ausmacht, auch wenn die jetzt nicht sehr stretchy ist, die ist einfach so krass komfortabel zu tragen. Also du kannst mit dieser Hose einen Spagat machen, whatever. Die Hose ist einfach mega bequem, die engt dich nicht ein. Und wenn ich sage, die Hose engt dich nicht ein, dann wisst ihr sicherlich, wovon ich rede. Wenn man diese Jeans trägt, die so sehr hart sind vom Stoff, wo man sich einfach so fühlt, als ob gleich alles aufplatzt. So eine ist das nicht, sondern die ist einfach extrem angenehm zu tragen. Und worauf wir auch immer achten, ist einfach unten der Beinabschluss. Ihr seht das, die sitzt einfach perfekt auf Sneakern. Und man kann diese Hose einfach perfekt zu Boots tragen. Ich blende euch da auch mal eben was ein, weil das war uns einfach wichtig, eine Jeans zu haben, die du zu Sneakern und zu Boots perfekt kombinieren kannst, weil das sind so im Großen und Ganzen die zwei Sachen, die man eigentlich trägt. Boots oder Sneaker, also wir zumindest und ich denke die meisten von euch auch. Und deswegen wollten wir einfach, dass die Jeans perfekt auf Boots und auf Sneakern sitzt. Und ihr seht hier nochmal, die hat unten ganz, ganz feine Details. Nochmal so ein bisschen distressed unten, was ganz geil aussieht, wenn man so Boots trägt oder so, dann kommt das nochmal so ein bisschen hervor. Hier seht ihr das nochmal ein bisschen deutlicher und an den Hosentaschen ist das auch nochmal minimal der Fall. Und ansonsten eine ganz schlichte Jeans und ich zeige euch jetzt mal hier beispielsweise die Nahtlinie. Die ist in so einem ganz leichten Gelb-Orange-Ton, aber sehr dezent gehalten. Unten sieht man das eventuell besser, sodass es einfach nicht krass ins Auge sticht, so wie bei diesen anderen Jeans, wovon ich gesprochen habe, sondern einfach schön dezent ist und die ganze Komposition stimmt einfach. So viel auf jeden Fall zu der Jeans und das Ganze, weil die Nachfrage wirklich so extrem groß war, wird natürlich auch noch in Schwarz kommen, weil eine schwarze Essential Jeans braucht einfach jeder. Vom Fit her ist das, ich würde nicht sagen skinny, es ist irgendwo zwischen skinny und slim, also eigentlich der perfekte Fit, den man wirklich für Boots und für Sneaker kombinieren kann, wie ich gerade erwähnt habe. Weil für mich persönlich und auch für Daniel ist das immer ein Riesenthema, eine gute Jeans zu finden. Seit Jahren einfach konsumieren wir super viel Mode und Jeans ist immer ein Thema gewesen, weil dann stimmt das nicht, dann stimmt dies nicht. Und wir haben gesagt, ey, wir müssen einfach ein perfektes Teil finden. Und das haben wir unserer Meinung nach gemacht. Das Feedback war extrem krass nach dem Release, freut uns auf jeden Fall sehr. Und deswegen in zwei Wochen auf jeden Fall Restock von der blauen Jeans, folgt auf jeden Fall dem Forage-Kanal auf Instagram oder folgt mir auf Instagram. Ich gebe auch immer alle Informationen preis. Folgt uns auf jeden Fall. Da gibt es den Release. Die schwarze Jeans ist auch in Produktion. Und jetzt kommen wir noch zu dem Flannel, was ich auch schon angekündigt hatte, welches diesen Sonntag online kommt. Ich trage jetzt hier in dem Video die Größe M. Ich würde sagen, das Hemd hat einen regulären Fit, aber ein bisschen drüber. Also es ist leicht über Regular Fit, aber ich würde euch wirklich empfehlen, nehmt eure reguläre Größe. Ich trage jetzt hier M, dann ist das eher so ein bisschen fitted. Und wenn ich das Ganze mit einem Hoodie tragen will, würde ich eine L empfehlen. Also ich bin 1,78, wiege 79 Kilo, dann würde ich auf jeden Fall eine L empfehlen, weil eine L, dann ist das ein bisschen weiter und dann kann man beispielsweise, wenn man so ein Oversize-Hoodie trägt, die Ärmel noch alles reinbekommen etc., weil ihr wisst, wie das ist, die Oversize-Hoodies sind an der Brust immer relativ weit und falls ihr es ein bisschen größer haben wollt, geht einfach eine Nummer rauf. Am Sonntag um 11 Uhr auf Forage Clothing, also www.forage-clothing.de oder com. Auf der Seite wird das Ganze online kommen. Abonniert auch gerne den Newsletter, damit ihr da keine Updates mehr verpasst. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das Feedback von euch. Ich freue mich auf diesen Release. Das ist einfach ein sehr geiles Teil. Ihr seht hier nochmal die ganzen Details. Ist einfach, ich meine, klar, schwarz-weiße Flannels gibt es wie Sand am Meer. Also ist, ich will jetzt nicht sagen, ist nichts Besonderes, aber es gibt einfach ultra viele schwarz-weiße Flannels. Da brauchen wir uns nichts vormachen und die sehen oftmals auch ähnlich aus. Aber ich finde einfach, das hier ist durch den Grauton nochmal was anderes. Durch diese Struktur einfach, diese leicht haarige Struktur, ist einfach super geil. Und deswegen einfach eine absolute Empfehlung. Schaut auf jeden Fall am Sonntag vorbei, falls ihr interessiert seid. Seid auf jeden Fall pünktlich. Ich hoffe nicht, dass das Ding zu schnell ausverkauft ist. Und so viel auf jeden Fall
in Sachen Eigenwerbung, aber genug davon. Wir kommen zu der letzten Jeans und zwar der Levi's 512. Und diese Jeans ist, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Aber auch hier gibt es ein paar Kleinigkeiten. Das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau, was ich hier mache. Ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht 100% zusagen. Ich muss jetzt erstmal sagen, ich finde die Waschung ist wirklich cool und die Nähte etc. ist auch cool. Hier ist das Ganze so ja, ein bisschen kräftigeres Gelb, aber auch noch völlig in Ordnung. Aber was mich an dieser Hose stört, sage ich jetzt mal, das ist beispielsweise der Schritt. Und der Schritt ist so ein bisschen zu tief, finde ich. Und dadurch macht das irgendwie, weiß ich nicht, den Fit so ein bisschen kaputt. Ich blende euch das eben ein, ihr seht das in dem Video, da seht ihr, dass der Schritt einfach so ein bisschen zu tief ist. Und das sind Sachen, auf die ganz normale Konsumenten wahrscheinlich gar nicht achten würden. Aber ich, wie gesagt, ich konsumiere seit Jahren Mode und beschäftige mich halt intensiv mit dem Thema. Und für mich ist es dann ja irgendwie schwierig, sowas zu akzeptieren, was ich nicht hundertprozentig gut finde. Und das sind dann halt diese Sachen, wo ich sage, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil eigentlich ist die Hose cool, aber einem normalen Konsumenten würde das eventuell nicht direkt auffallen, aber mir schon, weil ich das einfach schon seit Jahren mache. Und das war dann halt ein Punkt, wo ich sage, ey, der stört mich. Zum anderen halt untenrum, auch hier wieder unten am unteren Schienbein und an den Knöcheln beispielsweise, finde ich auch nicht ganz so perfekt. Ist mir ein bisschen zu labbrig, staut sich ein bisschen zu viel und deswegen auch da einen kleinen Minuspunkt. Ansonsten muss ich sagen, trägt sich die Hose sehr, sehr angenehm. Was haben wir hier für eine Stoffzusammensetzung? Das ist jetzt 99% Cotton und 1% Elastan. Also auch hier wieder nur 1% Elastan. Dennoch ein angenehmes Tragegefühl. Und ja, so viel auf jeden Fall zu der Levi's Jeans. Alle dieser Jeans, die ihr im heutigen Video gesehen habt, sind natürlich unten verlinkt. Ihr müsst am Ende für euch entscheiden, was euch jetzt eher zusagt. Ich kann halt nur für mich sprechen und das sind halt meine Kriterien, die ich bei Jeans an den Tag lege, wo ich sage, ey, das ist mir persönlich wichtig. Und demnach könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wie ich das Ganze beurteile. Ich weiß, jeder ist anders. Die einen werden sagen, ey, wie trägst du immer noch enge Jeans? Davon gibt es immer genug Leute. Die anderen werden sagen, ey, diese Baggy-Geschichte, ich verstehe es einfach nicht, weil es einfach nicht cool aussieht. Jeder ist unterschiedlich. Man sollte jeden so akzeptieren, wie er ist und jede Meinung so akzeptieren, wie sie ist. Weil auch wenn ich beispielsweise weite Hosen trage, meine Frau sagt immer, das sieht so schrecklich aus. Ich sage immer, ey, es ist mir egal. Ich trage das halt gerne manchmal. Und ja, so ist das halt. Deswegen akzeptiert die Leute mit dem Stil, den sie haben. Und ich probiere euch in meinen Videos einfach immer zu helfen, immer einen Schritt weiter zu bringen, euch mit dem Thema Mode zu beschäftigen, euch in dem Thema sicherer zu fühlen. Weil ich weiß einfach, dass wenn man sich sicher in seinen Klamotten fühlt, man das einfach ausstrahlt. Und das ist einfach super wichtig, egal um was es geht, um Job, Frauen etc. Egal was, wenn du dich in deinen Klamotten gut fühlst, in deinen Klamotten wohlfühlst, strahlst du das einfach aus, man hat mehr Selbstbewusstsein und das ist im Leben, finde ich, sehr, sehr wichtig und ist sehr viel wert, weil man dadurch einfach, ja, ich sag mal, vorankommt und seine Sachen einfach besser meistern kann. Und viele legen dieses Thema Mode immer so beiseite, sagen, ja, sind ja nur Klamotten. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es nun mal so, wie es ist. Ihr werdet einfach nach eurem Äußeren zuerst beurteilt. Ihr kommt mit so einem Schnurrbart an, alle denken sich, was ist denn mit dem Kollegen los? Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es ist einfach so, man wird einfach beurteilt, wie man dort auftritt. Und da gehört einfach alles dazu. Und deswegen hoffe ich euch mit diesem Video einen Schritt weitergebracht zu haben. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag um 11 Uhr. Denkt dran, nicht vergessen. Macht's gut. Ciao, ciao.